Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Ja, wir werden nach Kobo wieder zurückfliegen. Nicht jetzt. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Okay. Alles klar. Wohin willst du, Kumpel? Im Kurs auf Kobo! Vielleicht können wir ein paar unerledigte Sachen machen. Ist ja da alles so still hier? Was ist denn los? Ich brauche einen Moment. Interagiere mit dem Holotisch? Wieso? Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagan Santari konfrontierte. Er war so sehr von Tenalore eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück. Na, feiner, ne? So, ich will natürlich jetzt da kein Risiko eingehen. Ich speichere hier gleich nochmal. Und außerdem will ich mal gucken, wie hier Bonis. 5 Slots haben wir. Da müssen wir schon noch ein bisschen was tun. So. Neue Charaktere? Das könnte doch interessant werden. Ich komme nach. Ich wärme den Z95 auf und spendiere Luftunterstützung. Danke, Bord. Wir treffen uns oben. Das ist sie. Die Zielgerade. Kein Zurück mehr. Wir treffen uns oben. Was haben denn wir für Aufträge? Aufträge haben wir doch, dahinter zu gehen. Wir haben noch so viel Unerforschtes hier.
Und jetzt können wir langsam alles betreten. Da ist auch noch ein Gerücht. Was war das, mein Finde? Ah, das ist der Kopfgeldjäger, den wir mal finden müssen. Moment. Wir gucken hier mal. Ja, das ist ja das mit der Grotte. Ich würde mal sagen, den Rekord, den probieren wir jetzt am anderen Mal. Da waren wir nicht hier, ne? Was mit dir? Wenn da was drunter wäre oder so. Aber hier ist doch nichts drunter. Wo willst du noch hin? Da ist doch auch nichts. Das ist gescannt oder nicht? Ah, ich glaube schon. Sehen wir uns das mal an. Hä? Okay. Das ist da drüben. Okay. Ist auf der anderen Seite. Und da war ja auch eine Kiste noch drin, ne? Da mal drüber hier. Vielleicht komme ich da irgendwann mal ran. Oder von oben. Ich weiß es nicht. Nee. Ich habe noch keinen so richtigen Plan. Ah, Moment. Und los. Ah, zwei da schon. Aha, Olaf fetch. Okay, das ist hier. Und da haben wir noch was. Mehr Priorität. Sehr schön. Ich dachte, ich komme da hoch. Ich muss halt da wieder hoch. Aha. Hallo. Moment, wir können doch gleich vorne raus. Gucken, ob sich hier irgendwas geändert hat. Was ist denn eigentlich mit dir? Ich hatte wieder einen Albtraum über die Höhlen. Dort, wo der alte von Ki reich geworden ist. Die Leute sagen, die Höhle ist verflucht. Natürlich sagen die Leute so einiges. Verflucht oder nicht, dort tummeln sich die Raiders. Und die haben nie was Gutes vor. Ja, das kann ich bestätigen. Oh. Gerücht. Dich haben wir ja schon bequatscht. Bei dir bin ich mal auch noch nicht so sehr. Ah, du magst nicht. Und da war ja was mit dem Damm öffnen. Das können wir ja mittlerweile. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob es von dieser Seite war. Nee, das war die andere.
Warte mal, probieren. Ach, das ist bloß ein Ding versteckt. Ja, was willst du jetzt noch? Prügel. Ist doch Pflanze da, oder? Was koksnetzt oder so doof, wenn ich da beschäftigt bin? Okay. Da hinten dürfte unser Eingang sein. Wir speichern das Ganze hier. Prozent aus Beinarbeit. Was, der lebt noch? Ohne Kopf? Der spinnt oder was? Alter, was ist denn jetzt da? Die können wir ja seit neuestens übernehmen, da haben wir Upgrade gefunden. Und ich will jetzt endlich mal den Renko haben hier. Das Blöde ist immer, wenn er uns backt, dann ist man eigentlich schon so gut wie tot. Aber da hinten ist natürlich auch was, was man sammeln kann. Und wir ruhen uns aus, würde ich sagen. Kriegen alle Stimbacks wieder. Okay, kann weitergehen. Der wartet schon auf uns. Was ich da hinten sehe, ne? Da ist auch so Knochen, aber den kann man nicht verwenden, ne? Und da auch, wenn er uns packt. Scheiße, ey. Ach komm. Jetzt haben wir ihn schon ganz gut im Griff gehabt. Aber der zieht da sehr viel Energie ab, wenn er antrifft. Schauen wir mal, ob ich da... Kann es sein, dass es mit einem Einzelschwert mehr Energie abzieht? Hey,
wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. Warte, bis Grease davon erfährt. Und sowas mitten in der Nachbarschaft. Cool, und wir könnten das jetzt endlich einsammeln. Zertrümmern, neue Bonusarten. Okay. Das schauen wir uns natürlich dann an. Und wenn man einen Fähigkeitspunkt kriegt. Ich muss meine Mitte finden. Mhm. Das machen wir natürlich. Wir ruhen aus, das können wir jetzt. Boni, zertrümmern haben wir gekriegt. Mal gucken, was das ist. Das könnte man einsetzen, wenn man zusätzlich einen Stim bräuchten, aber natürlich mehr Slots wäre natürlich nicht schlecht. So. Zertrümmern. Blockanzeige Schaden. Angriffe sind effektiver, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Das ist natürlich ein sehr guter Bonus. Geschwindigkeit, Wurfschaden, das können wir eigentlich rausnehmen, ne? Das benutzt man eh selten. Und da ist Zertrümmern dann natürlich interessanter. Das macht uns stärker. Der ist jetzt wieder da, ne? Nein. Das heißt, legendäre Gegner sind wie immer besiegt. Und das war's. Ah, okay. Also man merke, ein Handschwert ist gegen Bosse oder sowas effektiver. Macht mehr Schaden. Wow. Vielleicht sollte mir auch das Einhandschwert. Siehst du, da habe ich jetzt was vergessen. Ein bisschen fördern. Schauen wir mal ganz kurz. Fähigkeiten. Bei Überleben haben wir ja voll. Ich weiß nicht, ob da noch was dazu kommt. Da hätten wir ein Handschwert. Ausfallender Schlag reicht jetzt zweiter. Zwei Blasterprojektile ineinander. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man das dann ein bisschen fördern tut. Zwei Hand haben wir ja schon ein bisschen gefördert. Parier interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Telekinese hätten wir noch. Ist jetzt auch ein bisschen uninteressant, möchte man fast sagen. Ich gehe mal auf Einhand. Mach hier ein bisschen was. Ist ja nicht so verkehrt. Okay. Was ist da rot? Versperrter Weg. Wir müssten doch jetzt alle Fähigkeiten schon so langsam haben, ne? Ich sehe gerade, dass da oben was ist. Die Frage, wie man da hochkommt. Ah, schau an, da ist doch was. Das ist zum Aufspringen für die Kugel. Na ja, ne? Gab's da drin nicht einen? Oder sind wir die blöden Feinde, ob wir die erst nicht wegmachen sollten, bevor die wieder reinrennen? Hallo. Daneben. Okay. Hat sich erledigt.
drüben. Ess jemand. Tja. Genau, da gab's die Kugel. Komm mal mit. Ich habe eine Wand für dich. Wir haben, glaube ich, bloß die da gemacht, ne? Oh. Ja, lass mal dich verlieren. Ich höre was Großes auf jeden Fall auch noch schreien. So, hier haben wir es doch. Nee, das ist was anderes. Das ist das, was mich für den Druiden braucht. Da bräuchte ich aber Flamme. Als falsche Taste. Was haben wir hier? Waren wir hier schon drin? Nein. Da ist auch ein Gerücht. Oh oh. Da haben wir. Oh. Flamme, würde ich sagen. Oh shit, da komme ich nicht mehr raus, oder? Shit. Wo kriege ich denn jetzt eine Kugel her? Na, ja. Entscheide dich für eine Richtung, wo du stirbst. Ah ne, da hinten ist, glaube ich, was. Nee, das ist was zum Sammeln. Das ist aber ein Kack. Kann ich da durch? Ist nicht alles belegt. So viel steht schon mal fest. Aber wird natürlich nicht so toll. Ich geh mal. Oh. Oh, hier. Ich weiß nicht, ob das eine Höhle ist. Da ist eine Kugel. Alter, das ist ein Kack. Okay. Wo ist die Kugel? Wo ist die? Ich hab's nicht gehalten. Okay, kriegen wir hin. Kann ich das drehen? Natürlich nicht. Weil da ist ja was. Ah, da ist der zweite. Zweite Plattform, oder? Nein. Ich krieg's nochmal. Ah, okay, das kommt ja da wieder zurück. Aber ich hab's doch da reingeworfen. Das war doch gar nicht mehr so verkehrt. Wahrscheinlich stehe ich hier bescheuert. Ich krieg's nicht. Okay, jetzt pass mal auf. Da ist Augengang. Gibt es da vielleicht irgendwann mal ein Upgrade, bei dem man da unempfindlich wird gegen das Zeug da? Das ist ja grausam. Aber wir haben hier einen Strahl entfacht.
Irgendeinen Sinn muss er das haben, ne? Wie das Ding da innen drin kriegt, ist jetzt eine große Preisfrage. Da will ich aber jetzt auch nicht ewig rumspielen. Irgendeinen Sinn wird es schon haben. Da oben war ja auch noch was. Die Dinger kann man ja auch mittlerweile besuchen. Wie komme ich da hoch? Da müsste ich hoch. Was? So war jetzt das? Stell keine Fragen. Da komme ich hoch. So, irgendwas ist das? Ein Echo? Warum sollte ich herkommen? Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Das stimmt, aber du nervst mich deutlich weniger als die anderen in diesem hoffnungslosen Ort. Und ich glaube, du siehst das genauso. Was willst du damit sagen? Raus damit, los! Ich will sagen, das hier ist ein astreines Date. Und wenn dir das nicht gefällt, Pech gehabt. Okay. So. Und der Strahl, der muss ja irgendwie was bedeuten hier, oder? Damit kriegen wir das vielleicht weg. Das probieren wir nochmal. Brennt aber nicht, oder? Doch. Jetzt hat's gedacht. So, DHL-Paket. Schnell ziehen, Blaster. Ist das jetzt der Skin oder was ist das jetzt? Da oben noch was? Da kann ich mich nirgends mal festhalten. Okay, dann gehe ich mal davon aus. Nein. Hallo? Okay, war interessant. Aber da ist doch noch was. Geöffnete Truhe. Okay. So zeigt eine geöffnete Truhe an die da raus. Haben wir so einen Schrott? Nein, nein. Okay, aber eigentlich wollte ich, glaube ich, was anders machen. Da hinten wäre noch eine Sackgasse. So hinter mir. Wo wir noch nicht waren. Das würde heißen links rum. Da den Weg hoch. Da sind auch schon wieder so Zeichen. Waren wir nicht jetzt schon mal? Ja.
Jeder kommt ran. Da wird er noch Nachschlag. Da ist eine rote Truhe. Die müssen wir öffnen. Ohne Bomberjacke. Die wollte ich schon mal haben. Ganz ehrlich, ohne Flachs. Ne, wir sind ja falsch. Frisur, Bart, Jacke. Keine Jacke. Unbedingt muss er die haben. Das war's ja. Na gut. Ich dachte, hier waren wir schon mal. Warum haben wir das dann nicht mitgenommen? Aber laut Karte war er das noch nicht entdeckt. Na, vielleicht war es bloß so ähnlich. Gut, gibt's noch was Interessantes? Hier hätten wir ein Gerücht. Erkundet die Höhlen. Machen wir nochmal verfolgen. Das ist eine gute Frage, wie kommt man da hin? Wahrscheinlich von der Seite da drüben. Das heißt, wir müssten da rechts rum. Sollen wir ganz kurz kontrollieren. Wir müssten da durch auf jeden Fall. Ist das hier hoch? Nö. Nee, ist eine andere Plattform. Aber da hinten geht es auch irgendwie weiter, ne? Unentdecktes Gebiet. Aber das ist nicht der Zugang, das ist garantiert da hinten rum. Sio? Ja. Und theoretisch eigentlich hier links, ne? Da waren wir doch schon mal. Kämpfe, kämpfe! Okay. Kein Rückgrat! Du hast mich erwischt! Still! Auf sie! So, nächster. Nicht anfassen! Also das mit dem Blocken, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, waren wir doch schon mal. Aber da konnten wir, glaube ich, nicht weitermachen, weil das ist das, glaube ich, mit der Kugel aufspringen, ne? Hey, da oben ist ja auch was. Kommt man da nicht irgendwie auch hoch? Bevor ich jetzt runtergehe. Genau, hier war's. Jetzt wäre ich fast ins Loch geflogen. Oh shit. Das war falsch. Da ist noch so viel Scheiß. Oder brauche ich da nicht ein Tier? Ist da ein Star? Hallo? Natürlich nicht. Ist das ein Busch zum Sammeln?
Auch nicht. Gut. Wir bloß hier gehen. So, schauen wir mal nochmal hoch hier. Da komme ich nicht rüber, ne? Ich glaube es auf jeden Fall nicht. Nein. Schaffe ich nicht. Und da ist ja was drin. Das schaut aus wie so Stimbeck-Behälter. Aber da bräuchte man ja wieder einen Strahl oder irgendwie sowas. Ne, da komme ich nicht drauf. Da muss man schon hier oben irgendwo sein. Ich glaube, ich brauche hier ein Tier. Gucken wir mal hier ans Kriegen irgendwo. Da ist doch eins. Sehen wir uns das mal an. Gut. Entschuldigung, aber ich brauche dich mal. Lassen wir uns mitnehmen, BD. Es hat schon so einen Sinn, dass du da bist. Nein. So, jetzt sind wir noch oben. Das konnten wir das letzte Mal nicht. Was auch immer das da immer ist. Da drüben ist ein Pult, oder? Das erwische ich von hier aus nicht, ne? Doch jetzt. Schon, BD. Okay, alles klar. Mist. Ich muss das erstmal bis hierher locken. Noch ein nächster Versuch. Und dann auch noch einigermaßen richtig zielen. Man hat ja keinen Fadenkreuz, das ist ja leider das. Komm schon. Leg einen Zahn zu, BD1. Wir kriegen das schon hin. Jetzt hätte ich fast was ganz Böses gesagt. Na hallo? Hörst du mal? Hier rüber, BD. So, jetzt nervt's. So, Stimbeck. Was haben wir denn hier? So, klasse, jetzt haben wir schon mal 8. Das hat doch schon mal gelohnt, der ganze Aufwand. So, jetzt gehen wir da runter. Wer bist denn du? Hallo? Warst du vorher schon mal da? Was sagen wir denn hier? Bist du ne. Hallo. Du bist doch auch ein Gegner, warum hast du noch. War jetzt komisch. Okay, und da unten war ja
allen möglicher Scheiß. Das waren so Säure-Dinge. Ich mache das jetzt mal so. Ich tue mal hier meditieren, dass wir hier speichern. Und dann sind wir aus. Irgendwas konnte ich doch damals hier nicht machen, oder? Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Okay, das mache ich wahrscheinlich. Ah, genau. Okay, da geht's rein. Da waren wir noch nicht. Okay, hätte ich jetzt da runter rutschen müssen? Nein, nein. Nee, da geht's ziemlich weit runter. Komm bloß da rüber. Das Zeug ist gefährlich. Wir müssen vorsichtig sein. Ah, da geht's immer weiter runter. Komm ich da vielleicht wieder hoch irgendwie? Nee. Ich weiß es noch nicht so ganz. Warte, warte mal, da gibt's doch einen Weg. Bleib nicht zurück, BD1. Jimmy, endlich beehrst du uns. Ich bin eines der letzten Gesichter, die du sehen wirst. Diese Höhle wird dein Grab sein. Okay, das ist eine Abkürzung nach Hause. Und da hinten liegt was und der jammert und will was. Keine Ahnung. Sind wir hier? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, das heißt, wir müssen erstmal weiter runter, weil den. Den machen wir nicht. Ja gut. Was? Machen wir es halt so, oder? BD1. Was hast du denn jetzt schon wieder? Was willst du? Wow. Was hast du gefunden? Ein Blitz. Na toll. Bin begeistert. Manipuliert Energie. Ich kann das nicht nehmen. Jetzt. Ich hab wahrscheinlich das falsche genommen gehabt. Mann, ey, bist du da den richtigen erwischt, ne? So, was ist jetzt mit dir, Junge? Ach, du lebst noch? So, dann ist jetzt da. Das ist eine Ruhe. So, was gibt's da? Ihr werdet diesen Ort nach allem von Interesse durchsuchen. Falls sich jemand einmischt, vernichtet ihn. Da geht's runter. Und da geht's nochmal hoch. Schon hier. Ich bin jetzt erschrocken, ey. Kannst du sowas nicht machen, ey? Wird hier nur herzkrank.
Jetzt wird's richtig interessant. Ist er richtig geil? Entweder hier oder hier. Was ist das hier? Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist die richtige Höhle, wo wir hin müssen. Aber was ist das hier? Na, ich drück doch. Bitte, hilf mir bitte. Aha. So kommt man auf die andere Seite. Was? Und hier gibt's bloß eine Kiste. Schau mal. Materialbombe. Okay. Auch nicht schlecht. Das heißt, hier kann man wieder hoch. Und hier geht's dann weiter. Wow. Meine Fresse, hör halt einmal auf damit. Und da ist wieder so eine Barriere. Okay. Einmal runter. Noch mehr von euch. Ein Jedi? Wie faszinierend. Ravis hat uns von dir erzählt. Aber es ist was ganz anderes, dich persönlich zu treffen. Ich werde es genießen, deine Überreste zu untersuchen, falls deine Expedition schief geht. Tja, ich weiß nicht, was du für Probleme hast, aber wir werden es herausfinden. Okay, mal gucken, ob es hier noch was gibt. Da haben wir noch Echo. Wir müssen zurück und die anderen warnen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Was ist denn hier? Ah, warte mal. Kann man eigentlich... Fragst du für einen Freund? Tatsächlich. Ich werde jede Sekunde genießen, während ich dich lebendig sitze. Dann geh doch. Jetzt zwingt dich keiner hier zu bleiben. Was? Was? Wo kommt der jetzt her? Boss besiegt? Also du hast Hunger, ich kann's verstehen. Das reicht mal, wenn's den anderen da fressen tust. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, bitte. Ach komm, das ist doch sowas Linkes. Ich dachte, ich krieg dich. Ja. Okay. Wir werden die Höhlen natürlich noch weiter erforschen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge.
Ich schaue jetzt da bloß nochmal, ob ich da ein paar Fähigkeiten noch einsetzen kann, aber ich glaube... Ja... Luftangriff. Mhm. Der wäre natürlich auch nicht immer so übel. Ausfallender Schlag reicht der zweite. Wir werden jetzt das dann noch updaten. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich nicht verbringt. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. It's been a long 5 years. Tried to resist. Fear and mistrust rule the galaxy. Cal, look into the fire. It will warm you, keep you company. But left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond her grasp. But I think we finally found somewhere the Empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. Place that's worth fighting for, no matter the cost.